Hey Leute, willkommen zurück zu Framed bzw. Framed 2. Der zweite Fall. Was auch immer uns erwartet, wir werden es herausfinden. Love Shack präsentiert. Chinatown? Oh ja, sieht sehr nach Chinatown aus. Besonders das Segel. Framed 2. Wäre dann nie. Wenn wir. Oder? Ich nie. Kann sein. Okay. Es geht nicht ohne eine Sonnenbrille. Mitten in der Nacht. Oh Gott, wir starten wieder mit unserer Kofferjagd. Ganz unauffällig. Ah, Milady vom letzten Mal. Wie hat sie sich nur den Koffer abluchsen lassen? Okay. Ja, wir machen das gleich mal. Er hat sich umgedreht, wie hat er sie nicht gesehen? Okay, er klettert drauf. Oh halt, das kann ich gar nicht wechseln. Oh. Okay, warum kann ich das nicht? Ah, weil ich schon zu spät bin? Wahrscheinlich. Na dann lassen wir mal runterfallen. Weil ich glaube, die losen Planken bedeuten, dass er runterfällt. Yep. Okay, ich war für das Ding zu langsam. Nach vorne. Drüber hüpfen, weiterlaufen, runtergehen, hier unten entlang laufen und um die Ecke. Das müsste passen. Ah ja, stimmt. Ihr seht meine Maus dieses Mal nicht. Deswegen bringt es auch nichts zu zeigen. Oh, willst du mich veräppeln? Oh, willst du mich veräppeln? Okay. Yeah. Ich dachte, der hüpft darüber. Ah, oh, das ist fies. Okay. Das heißt, das gehört nach hier hinten, weil dann kann er sich Springen ersparen. Weil dann geht er oben rüber und so. Genau, lassen wir ihn mal ein bisschen schneller laufen. So. Ganz entspannt. Das ist wie ein Spaziergang hier. Wo ist sie? Sie sehen wir gar nicht, okay. Vorschlaghammer. Ein Vorschlaghammer ist niemals so leicht, dass man den so lockerflockig rotieren kann. Ja. Bönk. Oh. Ernsthaft? Okay, also man muss im Endeffekt tatsächlich das erste gespielt haben, um mit dem zweiten. Der Kill ist noch am Leben! Man muss echt das erste gespielt haben, um sich mit dem zweiten auszukennen. Wuff, wuff! Guter Hund! Braver Hund! Ja, wechseln wir das mal und schauen nach, was wir tun müssen. Verdammt. Okay, ich hab's. Nach vorne. Dann das hier, hoffentlich kann er drüber klettern. Schauen wir mal. Oder wir locken ihn gerade in eine Sackgasse. Hup, 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 hup. Okay. Brauchen wir das Fahrrad überhaupt?
Wir müssen ihn wieder auf die andere Seite zurückbringen. Okay. Ups. Ja, genau. Er rennt darüber. Dann kommt die Stelle. Oh. Ah, warte. Natürlich, das Ding merkt sich ja, wo ich es hingeschoben habe. Okay. Renn. So, er klettert drüber. So. Dann schnappt er sich das Fahrrad. Und ich habe keine Ahnung, was ich dann tun soll. Bringt ihm das was? Wusch. Oh! Oh, okay, ich habe es versehentlich gelöst. Der Hund ist fertig. Er hat die Verfolgung aufgegeben. Okay. Oh, rotieren, stimmt. Ah, das war eine ihrer Fähigkeiten. Okay. Ich war jetzt gerade so, ich kann hier nicht sauschen. Die Fische sind cool. Also man muss wirklich erst das erste gespielt haben. So. Oh, ernsthaft? Man muss wirklich zuerst das erste gespielt haben, damit man überhaupt weiß, was man tun soll. Gut, den kann ich bewegen, den kann ich nicht bewegen. Den kann ich nicht bewegen. Okay, das heißt, den in der Mitte kann ich bewegen und bei den restlichen muss ich schauen. Den kann ich drehen. Und das hier sagt mir, okay, die Bremskurven sagen mir wahrscheinlich, wie er gefahren kommt. Probieren wir es erstmal so. Also, er kommt hier rüber, dann wahrscheinlich nach rechts. Dann ring, hier durch, dann harte Kurve nach unten, hinten vorbei, brezelt ihn eine über, kommt von hier. Okay, ich glaube, das habe ich sogar. Schauen wir mal. Okay. Ring. Halt, einen Moment, warten Sie. Okay, er hat nicht geschossen. Immerhin etwas. So, jetzt die einzige. Dass die Typen nicht mal merken, dass da ein Rad ist. Wuff. Und der denkt über eine Katze nach? Warum mögen die Hunde ihn so sehr? Der Kerl denkt über eine Katze nach, da unten links. Und wir haben eine Katze, einen Hund und da oben Tauben. Wenn sie oben an der Mauer entlang rennt, heißt es, dass sie die Tauben aufscheucht. Okay, die Rätsel sind ein wenig obskurer geworden. Wir sind nicht mehr so eindeutig. Das setzt voraus, dass man das erste definitiv gespielt hat und weiß, wie die ganzen Mechaniken gehen. Gut, fangen wir mit der Katze an. Der Kerl denkt an... Ja, genau, ihr tauscht mal. Fangen wir mit der Katze an. Der Kerl denkt über eine Katze nach. Dann kommt der Hund, vielleicht jagt er die Katze und dann haben wir hier noch Chaos mit den Tauben. Schauen wir mal. Miau. Wie jetzt? Wieso war sie auf einmal vor ihm? Miau. Katze. Oh, Kitty. Ist das, lassen Sie sich nicht ablenken. Oh. Wurfel und Katze. Tschüssi. Ja, toll. Ich stehe mir eine andere noch vorne im Weg. Und halt. Ah. Okay. Es stimmt eigentlich soweit schon mal alles. Ich weiß... Ah! Genau, ihr zwei tauscht jetzt mal Platz. Gut, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Weil sie klettert da hoch. Ist sie jetzt zuerst dran oder er? Weil sie war vorher heruntergesprungen. Es ist noch nicht vorbei. Hat sie ihn jetzt gerade bedauert? Sobald sie die Katze sieht, verlässt sie die Mauer. Und der Hund jagt die Katze.
Nein. Fangen wir mit der Katze an. Die Katze ist ein guter Startpunkt. So, Vollgas. Okay, sie springt dann nach unten und verschwindet hinter der Mauer. Das heißt, das darf ich eigentlich nicht zu früh machen, aber auch nicht zu spät. Oh. Okay. Ah, okay. So, also war es tatsächlich die Katze, die das machen sollte und nicht die Dame. Ding dong. Ups. Hi. Wie kann er sie nicht gesehen haben? Also von der Grafik her muss ich sagen, es ist nochmal ein gutes Stück besser geworden. Es schaut sehr gut aus. Kriegen wir den Code zu sehen? Das ist 1, 2, 3, 4. Oh, warte, was? 3, 6, 4, 7. Ernsthaft? 3, 6, 4, 7. Weil das sind die Schilder von links nach rechts gelesen. Wobei, wenn wir in Japan sind, müsste ja eigentlich von rechts nach links sein, weil die... Deswegen die Pfeile. Die Pfeile oben, da, das Schild oben links am Fenster sagt uns von rechts nach links. Okay, das heißt 7463. Okay. Es ist Japan. Lesart von rechts nach links. Oder auch nicht. Ach komm schon, das wäre jetzt absolut geil gewesen. Oh. Nein, das auch nicht. Wie jetzt? Da kann ich nichts ändern. 3, 6, 4, 7. Schauen wir mal. 7, 3, 6, 4. Von den Höhen her? Wie viele Versuche kriegen wir? Wir kriegen so viele Versuche, bis wir es raus haben. Nein, ist wieder rot. toll. Von rechts nach links. 7, 4, 6, 3 wäre so das gewesen, wo ich gesagt hätte, habe ich es versaut? 7, 4, 6, 3. 4, 6, 3. Nein. Es gibt ja nur Gott weiß wie viele Kombinationen. Okay, cool. Ah, okay. 7, 3, 4, 6. Nope. 7, 3, 6, 4. Nope. Sieben, vier, sechs, drei haben wir schon zweimal ausprobiert. 7, 4, 3, 6. Das gibt's auch nicht. Okay, das heißt, die 7 ist nicht an erster Stelle. 4, 7, 4, 6, 7, 3. Fangen wir mal von unten rechts nach oben links an. Yay! Okay. Von unten rechts nach oben links von der Höhe, von den Höhen her gesehen. Okay. Hallo Chef. Hier. Chef? Chef? Hallo. Oh nein.
Wir sind zu spät. Jemand hat den Code rausgekriegt. Evakuieren. Heiliger. Plötzlich hat er es eilig. Okay. Oh, jetzt sind wir in ihren Schuhen, okay. Normalerweise sollte ein Ventilationsschacht niemals so leicht aufgehen. Die kann ich alle drehen. Okay. Sie kommt von hier, kommt rauscht von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Und ich muss zusehen, dass sie von unten nach oben kommt. Die kriegt doch nirgends eine Kurve. Es sei denn, ich mache das. Von links nach rechts, dann stoppt sie hier und dann hoffe ich, dass sie mir nach oben krabbelt. Dann wusch von unten nach oben. Wusch von unten nach oben, wusch von unten nach oben. Hoffen wir es mal. Hui! dunk. Und. Okay, sie klettert in dieselbe Richtung. Was? Okay, schauen wir mal. Das heißt, sie hat nicht genug Schwung, um oben drüber zu rutschen, und wenn sie krabbelt, ist sie zu langsam. So, bitte nach links. Dankeschön. Halt! Oh nein. Okay. Genau, dann kommt sie von rechts und klettert nach, krabbelt nach oben. Okay. Zack. So. Das sollte jetzt funktionieren. Na, also geht doch. 140.15? Ich frage mich, ob sie irgendwelche versteckten Informationen in dem Spiel haben. Er hat doch eigentlich das Gebäude verlassen, oder etwa nicht? Och. Oh, es zeigt mir nicht an, ob ich es richtig rum oder falsch rum oder irgendwas rum mache. Es startete mit 0. Okay, 6. Halt, nein, alles auf 6. Dann schauen wir mal. Warum hat der gibt es irgendwelche Hinweise darauf, was... wie man diese Codes knackt. Okay, 6 stimmt. Okay, die ersten das erste und das dritte passt. 12. Schauen wir mal. Okay, und du bist eine 18. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Persistence, also ein Durchhaltevermögen. Wahrscheinlich, weil ich so viele Versuche für das Rätsel brauche. Woher hätte ich den Code wissen sollen? Okay, wir kommen von unten angerannt und nehmen die blaue Tür, und die blaue Tür wird... okay. Gut. Und wir können hin und her flippen. Das heißt, blaue Tür. Blaue Tür. Dann kommt er oben raus. Dann müssen wir es rüber wechseln auf die rote Tür. Dann kommt er an der roten Tür raus, haut ihn nieder. Und wir müssen ihn am Ende durch die grüne Tür kriegen. Verflixt. Ich sehe es jetzt gerade. Wir müssen ihn durch die grüne Tür kriegen. Wie kriegen wir ihn durch die grüne Tür? Der Kerl sieht ihn ja.
Das wird lustig. Schauen wir mal. Wahrscheinlich stimmt das erste Bild nicht. Okay, er nimmt die rote Tür. Gut, der andere wird wach, weil er das natürlich mitgekriegt hat. Okay, er haut ihm eine rein. Nimmt die blaue Tür. Blaue Tür. Nimm die blaue Tür. Okay, der hat ihn bemerkt. Verflixt. Okay, der ist bereit. Blaue Tür. Dann nimmt er sich nur leider die rote Tür. Ah! Oh nein. Okay, der kann die Ventilationsschächte auch nehmen. Gut zu wissen. Freude, schöner Gitterfunken. Gut, dann starten wir halt mit dem hier. Dann geht er hier rein. Der andere schläft noch, das heißt, er kann hier oben dann rauskommen beim zweiten. Und ist dann da oben auf dem Rennsteg, was ungünstig ist. Ist auf die, kommt da raus, rennt durch die rote Tür, der andere wird wach. Rote Tür, dann wieder zurückwechseln auf die Tür, dann haut ihn wieder um. Blaue Tür. Zurückwechseln auf blaue Tür, das... Oh Gott. Das wird wieder ein Hut-Szenario. Ich hoffe nur, dass er dann nicht die ganze Zeit den Lüftungsschacht nimmt. Weil wie soll ich sonst an dem anderen vorbeikommen? Rote Tür. Rüberwechseln. Ich sollte nur nicht die ganze Zeit beschweren, sonst vergesse ich noch umzuwechseln. Genau, zack. Blaue Tür. Gut. Der andere hat ihn bemerkt. Der rennt jetzt hier durch. Nimmt er wieder den Schacht? Gott! Er nimmt wieder den Schacht, okay. Dann kommt er hier oben raus und dann wird er wieder geschnappt, weil... Wo kommt er dann an der Stelle? Aha, okay. Okay. Ich muss es schaffen, dass er an dem Abluftschacht rauskommt, damit er den Polizisten umhauen kann. Okay. Wir wollen durch die grüne Tür. Die grüne Tür ist das Ziel. Oh Gott. Wir müssen mindestens zweimal durch das mittlere Bild. Auf der unteren Ebene. Die obere Ebene ist echt blöd. Rote Tür. Wenn er durch die rote Tür kommt und über den drüber steigt, schauen wir mal, ob er das kann oder ob er den anderen dabei weckt. So, rote Tür. Okay, vorsichtig drüber steigen und dramatisch rutschen. Ah, jetzt schaut er in die andere Richtung. Wundervoll. Sehr schön, das heißt, nochmal rote Tür. Dann kann er ihn nämlich ausnocken. Boing. Dann nimmt er wieder den Abluftschacht. Okay. Okay, lass mich mal kurz... Den lockt er aus, nimmt den Lüftungsschacht, kommt beim anderen Lüftungsschacht raus. Da muss ich... Oh Gott, nein, der andere hat ihn ja bemerkt. Oh, nö. Verflixt. Oh, nö. Ach nö, ach nö, ach nö. Das ist jetzt doof, das ist jetzt doof, das ist jetzt doof. Weil jetzt schauen sie beide in die falsche, richtige Richtung. Der kommt dann natürlich dann nicht mehr durch. Ach komm. An der Schwierigkeit hat es definitiv zugenommen. Rote Tür. Ich glaube, ich darf nicht die extra Route machen, dass er ihn ausnockt zuerst und dann nochmal versucht vorbeizukommen. Das war, glaube ich, mein Fehler. Abluftschacht. Okay.
rote Tür. Abluftschacht. Reinkrabbeln. Er wacht auf und schaut in die andere Richtung. Dana schnappt sich die rote Tür. Wenn ich jetzt das hier nehme, geht durch die rote Tür. Knockt den anderen aus, geht auf blau. Okay, der macht sich bereit zum Feuern. Blau auf blau. Sobald einer ausgenockt wird, kommt ein anderer nach und bewacht die Tür. So. Damn it! Ich war zu langsam. Selbst wenn, dann rennt er hier oben am Steg entlang und wenn ich dann das ganz linke rübergezogen hätte, wäre er wieder durch die rote Tür gelaufen. Was ja eigentlich die Lösung ist von dem, was ich will. Okay, nochmal alles von vorne. Fangen wir nochmal von vorne an. Rote Tür. Okay. Ich traue mich nur nicht, das schneller zu machen, weil ich sonst noch mehr versemmel. Genau. Dann kommt er. Der wacht auf. Er kommt da drüben raus. So. Dann geht er durch die rote Tür. Dann brauche ich ihn auf der blauen Tür. Boing. Genau, der andere schiebt jetzt Wache mit dem Rücken zu ihm. Rote Tür, blaue Tür. Und dann muss ich kurz anhalten zum Nachdenken. Wenn er oben entlang kommt, dann nimmt er sich wieder die rote Tür. Genau, das passt dann. So. Zweite Wache. Zweite Wache. Okay. Okay. Er kommt rein. Rote Tür. Und dann kommt er zur roten Tür raus, nimmt hoffentlich die grüne. Komm schon. Nein, ich habe nicht vergessen zu wechseln. Bin ich blöd. Ach, bin ich blöd. Ich hätte wechseln müssen. Ach. Mein Hirn, mein armes Hirn. Okay, irgendwann kannst du das Ding auswendig. So, jonglieren wir mal auf höheren Geschwindigkeiten. Okay. Jetzt muss ich runterdrehen. Ich muss runterdrehen. Das geht sonst in die Hose. Ah, das ärgert mich jetzt, dass ich vergessen habe vor lauter, ja, wir haben es geschafft, dass ich tatsächlich noch die letzten beiden Bilder umdrehe wieder. Ah, okay. Nimm meinen Klicken an. Nimm meinen Mausklick an. Und tu, was ich dir sage. So, zweite Bewachung. Oberes Bild. Rüberwechsel auf Rot. Okay. Nein, nimm es. Nimm es. Nimm meinen Mausklick. Ich weiß gar nicht, warum er jetzt gerade so ewig Probleme hat, meine Maus zu akzeptieren. Okay, und jetzt nimm grün und geh endlich raus aus diesem Labyrinth. Oh, geschafft. Yay. Ups. Du kannst sie nicht übersehen haben. Hi. Cool. Sie muss sich im Boot versteckt haben. Das geht so nicht. Na, okay. Machen die jetzt gemeinsame Sache oder was? Sieht fast aus wie London. Hä? Okay, sie versuchen jetzt wieder zum Schiff zu kommen. Okay. Hüpf. Okay, der Kerl ist echt stark. Tipp die so einfach mal hoch. Hüpf. Ganz gemütlich. Ich weiß, dass sie es nicht schaffen können, darüber zu kommen, aber trotzdem. Den Sprung schaffen die nicht. Ups. Sie klammert sich zusammen und
wackelte vor und zurück. Ernsthaft? Okay, machen wir mal ein bisschen Plattformklettern. Also ihr darf dann... Ist es, weil damit zu viel Schwung von oben runter gerauscht ist? Nee, die kommen dann sonst nicht mehr hoch. Mal schauen. Okay. Also er sprang auf jeden Fall von einer zu hohen Stelle runter. Okay, das Brett hält gerade so. Okay. Oh boy. Oh, da. Gut, machen wir das mal als erste Position. Dann unten entlang laufen. Dann ein langsames Klettern nach oben. Ich denke, das sollte jetzt halt funktionieren. Weil damit kommen sie nicht zu hoch von oben runter. Und sie sollten nicht zu tief kommen für den letzten finalen Sprung. Ich habe übrigens schon wieder ein Achievement dafür bekommen, dass ich die beiden abstürzen habe lassen. Ah, hat auch funktioniert. Oh mein Gott, wie groß. Der Mond ist riesig. Der Mond ist gigantisch. Ups. Hallo, Herr Inspektor. Wie hast du das letzte Spiel überlebt? Hier nehmen Sie den Koffer und jetzt lassen Sie uns bitte am Leben. Dankeschön. Die Waffe gehört mir. Du hast die Waffe! Okay. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Muss ich dafür sorgen, dass er entkommt? Okay. Also wechseln die beiden Positionen. Das heißt, wenn ich das nach oben tue, wird er dann vor... Hatten wir jetzt nicht immer das Problem beim letzten Mal, dass ihn auch aus irgendeinem Grund die Polizisten aufgehalten haben? Wenn er nach oben fährt, können dann die anderen auch nach oben fahren? Schauen wir mal. Wo ist der Play-Knopf? Da. Oh, er macht den Platz. Oh. Naja, das wird eh nichts. Weil der klettert rein, die anderen tauschen Platz. Okay, gut. Gut. Gut, schauen wir mal. Das heißt, ich muss auch zwischendurch wieder wechseln. Dieses Hin- und Herwechseln von den Bildern macht das Ganze um einiges komplizierter. Das heißt, er klettert da jetzt rein. Und fährt nach oben, die anderen rennen unten weiter. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die anderen unten tatsächlich dann den Wegwechsel machen. Okay, sie wechseln den Weg und die beiden rennen weiter. Das heißt allerdings, dass sie oben rauskommen. Also geben wir ihnen nochmal halt die Fahnen zeitgleich runter. Oh nein. Oh nein, die fahren zeitgleich runter. Nein, der Chef fährt auch mit runter. Stimmt, der fährt ja auch mit runter. Das heißt, der Weg oben ist frei wieder.
mich das mal nehmen? Weil er kann ja oben vorbei ohne Probleme. Oder auch nicht. Ups. Die Falschen waren oben. Oh Gott. Weil sie dürfen nicht oben rauskommen beim Polizisten. Oh mein Gott. Das heißt allerdings auch, dass die oberen beiden immer entgegengesetzt zueinander fahren müssen, damit ich nicht die anderen versehentlich in den Polizisten reinlaufen lasse. Wuff. Wie gesagt, dieses während das Ganze läuft hin und her wechseln ist extremst verkomplizierend. Das macht es so viel schwerer. Okay. Die rennen unten lang. Er rennt oben lang, das heißt, der andere hat eigentlich nicht wirklich einen Grund. Doch, genau, die fahren jetzt da drauf und der andere runter. Chief Inspector darf nicht das Ding nehmen, sondern, warte, wenn jetzt halt er damit runterfährt, fährt der andere rauf. Okay, das heißt, schieben wir sie noch mal ein Stück nach oben. Wenn er jetzt halt da oben entlang fährt, die anderen sind aber auch oben. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Die anderen sind ja jetzt auch oben und er ist unten? Nein, er ist auch oben. Ah. Das ist so richtig doof, hey. Er rennt unten lang, der andere fährt nach oben. Sie steigen ein und fahren auch nach oben. Oh Gott, ich krieg. Oh mein Gott. Ich hänge heute extrem an den Rätseln. Tschüss, Chef. Eigentlich ist das, was ich am Ende haben will. Dass danach die anderen oben sitzen und die anderen können unten durchrennen. Nur jetzt tauschen die leider Platz. Und sie rennen ihm trotzdem rein. Oder? Schauen wir mal. Nein. Jetzt fahren beide runter. Richtig? Genau. Beide fahren runter. Das heißt, er fährt runter, der andere fährt rauf. Die werden wieder geschnappt. Oder auch nicht. Versuchen wir es mal. Vielleicht klappt es ja. Jetzt fahren die beiden zeitgleich hoch. Okay, gut. Ich denke, das passt jetzt. Ja, das sollte passen. Genau. Geht doch. Viel Spaß beim Klettern, Chief Inspector. Okay, gut. Das ist eine Jongliererei, hey. Ernsthaft, als er weggelaufen ist, hattest du keine Hemmungen. Warum? Was verbindet diese Frau mit dem Inspektor, dass sie, obwohl er sie bedroht und ihr andauernd den Aktenkoffer klaut, hartnäckig weigert, dass ihm was passiert? Und warum ist der Verlust für sie so heftig, wenn dem anderen was passiert? Das ist so. Ah, was sind die Verhältnisse zueinander hier? Wäre cool, wenn das Japanische im Hintergrund jetzt Love Shack oder sowas auf Japanisches. Okay, das Ding ist nicht dafür geeignet, dass es irgendwas aushält. Da ist ein großer Laser.
Da werden sie wahrscheinlich runterfallen auf die untere Ebene. Hier rennen sie oben entlang. Rennen hier entlang, fallen hier runter. Sollten nicht da hochklettern nach Möglichkeit. Klettern da runter, rennen da unten entlang, rennen da oben rauf, rennen da oben rüber. Ich habe keine Ahnung, was das tut. Können wir wieder wechseln dann? Oh Gott, die... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ups. Sie ist zu leicht. Okay. Gut, dann wechselt mal die Positionen. Halt, sie ist leicht. Das heißt, sie könnte über die Planke laufen. Aber sie kommt jetzt von unten und rennt nach oben. Das heißt, wir müssen nochmal... Jetzt sind beide oben. Oh mein Gott, okay. Er ist zu schwer. Sie dürfen sich da noch nicht treffen. Oh nein. Oh nein. Weil er fällt dann wieder runter. Kann er darüber hupfen? Sie schon. Ja, na, er rennt weiter vorne weg. Und knarz. Okay. Okay, okay, okay. Das heißt, oh, wie machen wir das? Wir müssen sie voneinander trennen. Wir müssen sie voneinander getrennt kriegen. Er ist oben, schlägt ihn nieder. Sie ist zu leicht dafür. Er ist zu schwer dafür. Dann wechseln wir nochmal hin und her, dass er oben ist und sie unten. Und dann wechseln wir sofort auf... Okay, dann wechseln wir sofort auf das Ding um. Damit sie dann... Okay, schauen wir mal. Ab nach oben mit dir. Wupp. Gut, boing. So. Gut, ihr tauscht nochmal Positionen. Bäumchen, wechsel dich. Sie versucht's. Sie ist zu leicht. Wer baut einen Menschen gigantisch großen Schalter? So. Weil dann ist sie unten und kann den Powerknopf betätigen, nachdem der andere ihn aktiviert hat. Genau, sie sollte leicht genug dafür sein, oder? Ja. Okay. Er hüpft rüber, sie rennt oben rüber hinweg. Oh. Die müssen beide oben rauskommen. Kann ich das einfach übergehen? Okay. Komm her. So, Platz tauschen. Sie ist unten, er ist oben. Ich hoffe nur, der schiebt das jetzt nicht da noch rauf. Oder, warte einen Moment. Schieben wir es so.
Okay, dann springt er hoch. Warte, warum ist das grüne Ding nicht mehr aktiv? Hä? Doch, es war aktiv. Es wurde nur nicht angezeigt aus irgendeinem Grund. Hä? Okay. Zurück auf Anfang. Ich habe das unten rechts hat es nicht grün geleuchtet. Tang, tang. So. Hüpf. Hüpf. So. Runterklapp. Selbst die Musik hat schon aufgegeben. Das wird aktiviert. Sie rennen unten weiter. Okay, ich kann das Ding nicht aus dem Weg schieben. Geil. Ich will aber nicht, dass sie da durchrennen. Aber das Spiel besteht darauf, dass sie da durchrennen müssen. Okay, Neustart. Also ich kann nicht vermeiden, dass sie an dem Ding, an diesem verflixten Bröckelteil vorbeirennen müssen. Das kann ich nicht vermeiden. Gut, dann nutzen wir es gleich am Anfang und machen nicht den Übergang. So. Die Musik hat aufgegeben, es ist nur noch Effektgeräusche da. So, tauscht den Platz, du versuchst es. So, jetzt rennt sie hier bitte schön entlang. Sie ist leicht genug, dass das funktioniert. Dann tauscht sie einen Platz. Sie rennt runter. Und dann machen wir es so und dann sollte das passen. So. Fupp. Und ich erwarte, dass das jetzt grün wird. Gut. Böp. Okay, ich hatte einen Laserbef. Oh Gott, das ist noch schlimmer. Die haben ihn einbetoniert. Die Killer haben den Polizisten einbetoniert. In Schnellbeton. Superior irgendwas. Johnny's irgendwas. Möchtest du darüber reden? Okay. Eine Zeichnung von den beiden. Normalerweise machen die Dinger einen sofortigen Absturz. Okay. Boing. Ah, das ist ziemlich klapprig. Okay. Die rennen da entlang. Da kommt er auch nicht weiter. Kann ich da auch wieder wechseln? Oh nein, sie sind wieder getrennt voneinander. Nein, ich kann es nicht mehr wechseln. Ups, 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 ups. Au. Oh, warte, das sollte ich machen?
habe ich machen sollen? Das war die Lösung? Ja, das war die Lösung scheinbar. Okay. So, und ob unsere Grand Madame überlebt hat, sehen wir in der nächsten Episode von Framed 2. Mit unseren treuen Gefährten Wuff und Inspektor. Na gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal zu Framed 2. Habt einen schönen Tag oder Abend. Bye!